Ja, also, das habt ihr jetzt nicht mitbekommen. Ich habe ein bisschen Erde abgekloppt, das war doch mehr als ich dachte, deswegen habe ich das auch nicht gefilmt. Ja, bin gerade, habe ich gedacht, es wird gerade dunkel, ach komm, schaffst du noch eben eine Lage Glas oben hinzusetzen? Ja, habe ich auch geschafft. Nur den Rückweg, den habe ich dann nicht mehr geschafft. Ah, ihr seht, was passiert ist. Ein Creeper. Ein Sprengwurm. Ja, ein wunderbarer, kleiner, grüner Giftzwerg. Ach, ich bin jetzt mal einfach mutig. Renn hier lang. Ah, Problem ist, ich habe auch gerade das Spiel bei mir hier so leise gestellt, dass ich auch gar kein Zischen mehr höre. Obwohl. Das nützt auch nichts. Wenn man den Zischen hört, den Creeper, dann ist das eigentlich auch schon zu spät. Na, ich weiß jetzt nicht, ich gehe jetzt mal lieber rein. Und schlaf mal eine Runde. Das ist dann ärgerlich, da muss ich natürlich erstmal wieder mein Inventar sortieren. Aber ich weiß ja, ihr liebt Explosion. Obwohl, die habt ihr ja jetzt nicht gehört. Na, okay, werde ich mal versuchen, euch eine Explosion nachzuliefern. Na, ihr steht ja auf so. Hatte ich jetzt die Tür offen gelassen? Na, das ist ein Ding. Jetzt werde ich erstmal wieder sortieren müssen. Ich brauche meine Ordnung. Ne? Wenn ich die nicht habe, dann ist mit mir schon gar nichts mehr los. Ne? Ich habe ja so schon immer meine Probleme. So, das muss alles sortiert sein. Alles ordentlich und fein. Ne? Außerdem habe ich jetzt festgestellt, Glas, ne? Womit wir wieder beim Thema wären. Glas habe ich einfach nicht mehr genug. Da können wir nichts machen. Da müssen wir jetzt wohl mal ja, Glas nicht, aber Sand holen. Wo denn am besten? Wo denn? Wo hier jetzt vorne am Strand ja jetzt besser nicht. Ja, ich soll ja uns so ein bisschen erhalten bleiben. Ja, dann werde ich doch mal gucken. Wo war denn noch Sand? War da hinten Sand, wenn ich. Naja, nur unten im Meer, ne? Oh! Was ist denn hier los? Oh, da kann ich euch ja wenigstens die Explosion nachliefern. Hehehe. Ne? Das ist ja lustig. Na komm. Ah, die sind jetzt zu tief. Ich muss irgendwo anders hinlaufen. Da ist auch ein Ei, das hole ich mir. Keine Furcht. Keine Furcht. Explodiere. Ach Mann. Hahaha. Gleich zwei. Na bitte. Ja. Sand haben wir damit auch abgebaut. Na, hier werden wir dann den Strand werden wir vergessen können irgendwann. Na. War da nicht da hinten noch irgendwo ein Creeper? Ja. Komm mal her. Schnell mal alles einsammeln. Versuchen, dass uns das jetzt hier nicht noch mehr um die Ohren fliegt. Hier ist ja noch richtig viel Kohle. Ja, aber so ist das mit mir, ne? Wenn ich euch eine Explosion verspreche, ja, dann kriegt er gleich zwei. Obwohl, eher habe ich euch eine vorenthalten, muss man ja ehrlicherweise sagen. Das finde ich toll hier, und unser Dungeon ist hier unten, unser Spawner jedenfalls, ne? Elaine hat mir gesagt, das wäre keine Spinne, das wäre bei ihr jedenfalls ein Skelett. Das kommt mir natürlich sehr gelegen. Wenn das wirklich so ist, ich werde der Sache demnächst mal auf den Grund gehen. Im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Ja, dann werden wir da aber eine Fabrik hinbauen, weil Skelette sind ja extrem nützlich, ne? Also Knochenmehl für Blumen und Gras, ne? Und natürlich Pfeile. Ja, sowas ist natürlich extrem wichtig. Was wollten wir denn eigentlich noch gleich hier draußen? Ach ja, Sand wollten wir doch besorgen. Warum sagt das denn nicht mal einer, Mensch? Na, ich muss mir mal so einen Zettel machen. Und jetzt ist mein Inventar voll gerade, wo ich die wertvolle Kohle einsammeln will. Das ist doch wirklich wieder klar. Es ist doch immer so. Türen habe ich auch sperrangelweit offen gelassen. Also ich weiß überhaupt nicht, ob ich jetzt ein bisschen lebensmüde eventuell bin.
Ach, das können wir doch alles hier lassen. Dirt habe ich schon immer, oh, so viel von der Erde. Da habe ich Pflanzen und Tiere habe ich hier. Saatgut habe ich überhaupt kein Saatgut bisher. Oh. Interessant. Sprengpulver. Das Ei. Können wir alles hier lassen. Komm, das reicht erstmal. Damit wir hier noch weitermachen können. Sand habe ich ein bisschen gefunden. Das ist gut. Das Schwein verletzt sich gerade. Ja, aber hier will ich jetzt erstmal nicht mehr Sand abhauen. Ich laufe mal lieber noch ein Stück. Sehr schön mit diesem Gras. Das gefällt mir immer wieder sehr gut. Also. Ja, wie gesagt, also der Spawner da vorne im See, der ist natürlich sehr verlockend, dass man da mal was baut. Möchte noch ein bisschen in dem Haus war, habe ich noch ein paar Ideen, die ich nicht vergessen möchte. Die ich erstmal realisiere. Ah, Mist, das ist ja gar kein Sand. Da hinten ist Sand. Ah, da hinten können wir doch so ein bisschen hacken. Da stört auch keinen. Komm, fangen wir hier direkt an, um diese erste Schicht hier wegzutun. Schnack, schnack, schnack. Komm, Schwein, du stehst uns auch wieder im Weg, ne? Wie das schwarze Schaf da letztens. Nur das war intelligent, das hat sich dann verdünnisiert. Lalala. Ja, das macht man immer gerne so im Sand spielen, Sandburgen bauen. Ja. So, und dann fährt man da mit kleinen Spielzeugautos durch und so. Ne? Mache ich aber jetzt nicht, weil das ist ja hier jetzt keine. Was bist du denn für einer? Nee, du. Also. Tut mir leid, du kannst mich ja noch so nett angucken, aber. Ich bin doch einfach nicht so weit, mir ein Haustier hier zu halten. Ja. Obwohl, warum eigentlich nicht, ne? Warum eigentlich nicht? Ja, warum eigentlich nicht? Ich sag mal, hauptsächlich jetzt haben wir keine Knochen dabei. Ja. Den können wir ja immer zu Hause lassen als Wachhund. Ach, ich hacke jetzt einfach mal so ein bisschen noch. Schaufeln, schaufeln, schaufeln. Buddeln, buddeln, buddeln. Ui, war es wieder eine. Jetzt haben wir schon richtig schön. Komm, noch eine Schaufel. Wo ist denn die Sonne? Komm, wir schaffen noch ein bisschen. Überhaupt kein Zwischenfall mehr bisher, ne? Kein Creeper. Wie ist das eigentlich mit Wut? Habe ich eigentlich noch genug Wut? Können wir auf dem Rückweg direkt auch noch mal so ein paar Bäume fällen? Ne? Dann können wir wieder so Wut haben und dann mal so Wutti Frutti herstellen. Alles aus Holz. So, wie weit geht das denn hier noch? Bald ist nichts mehr übrig von unserer Welt. Müssen wir wieder neu anfangen. Machen wir wieder eine Seed-Schau und dann wählen wir einen Seed. Und dann machen wir den auf und machen wir dann eine Let's Play und dann schaffe ich so 30 Folgen. Und dann fangen wir wieder neu an, weil die ganze Welt weg ist. Das sieht gar nicht so schlecht aus, wenn man hier so. Na, also so würde man ja eventuell mal eine Hafenanlage oder sowas bauen. Das ist auch noch was, was ich natürlich ins Auge fasse. Und zwar in dieser Bucht hier vorne. Da weiß ich allerdings nicht, wo die hingeht. Ich glaube, die geht so ein bisschen raus. Wenn man da hinten so lang fährt, dann müsste man mal eine Bootstour machen. Machen wir vielleicht mal bei der nächsten Runde, wenn wir mal wieder in die Gegend laufen. Dann laufen wir mal nicht, sondern wir fahren mit dem Boot. Denn das macht mir immer sehr viel Spaß, solche Bootsexpeditionen, ne? So schön an fremden Ufern anlegen. Ja. Da hinten ist noch ein Wolf. Nee. Nee, das ist nur ein Schaf. Ah, Schafe sind auch immer gut. Wegen der Wolle, die brauchen wir ja auch noch. Ganz viel Wolle werden wir brauchen. Da oben ist das etwa wieder ein Aluminiumschaf. Ach, das ist doch herrlich. Ach Mensch, jetzt habe ich mal mehr abwerfen können. Einen. Geizhals so.
Gut, dann schmeiße ich jetzt mal erstmal unseren Sand in den Ofen, damit er schon mal ein bisschen brutscheln kann. Vielleicht schaffe ich es dann nochmal eben oben so ein bisschen. Oh, es geht ja gar nicht mehr hier. Ist alles schon leer. Da passt noch einer rein. Brauchen wir mehr Kohle hier. Die Kohle können wir nehmen. Wolle, Sand. Sand kann hier erstmal so rein, was wir noch übrig haben. Das brauchen wir oben. Das ist jetzt auch nicht so wichtig. Das können wir dahin tun. So. Die Wolle können wir gleich mal abliefern. Den Sand lassen wir hier noch. Die Kohle müssen wir in den Ofen packen. Das wird nicht reichen, ne? Nee, das wird nicht reichen. Das wird gar nicht reichen. Wo habe ich denn die ganze Kohle? Ich habe doch so viel Kohle mitgebracht aus der Goldeihöhle. Da habe ich, glaube ich, sogar noch was liegen gelassen. Das müssen wir noch holen gehen in der Goldeihöhle. Wäre ein bisschen zu schade. Ja, die läuft uns ja nicht weg, die dumme Höhle. Ja. Was ist denn hier noch? Ach, das lassen wir, Fleisch lassen wir jetzt auch mal so erstmal. Schaffe ich denn jetzt draußen noch eine Lage Glas? Ich habe ja hier noch ein paar. Da kann ich wenigstens oben reparieren gehen, was der mir weggesprengt hat. Das machen wir schnell, sonst wird das wieder vergessen. Ich kenne mich doch. Dann sind wir ruckzuck wieder irgendwo gefangen und von der Nacht überwältigt. Da, wie das aussieht. Das war alles fertig da oben. Hatte ich so eine Reihe. Ach ja, was soll uns ärgern? Ach nee, jetzt bin ich aber unkonzentriert. Ich kann das nicht leiden. So. Wird auch wieder dunkel. Das war es dann schon wieder. Komm, das schaffe ich aber von unten, oder? Schwierig ist das. Meine Güte, da brauche ich meine ganze Konzentration und Aufmerksamkeit. Na komm. So. Wenigstens die erste Lage Glas ist drauf. Bevor das Video zu Ende ist, werde ich noch eine Nacht schlafen. Da vorne, diesmal mache ich auch mal die Tür hinter mir zu. Besser ist das. Ja, komm, zacki. Und jetzt müsste eigentlich oben klar Schiff sein. Vielleicht holen wir uns noch eben ein bisschen Glas. Es ist ja nicht weit. Da unten ist noch was am Jaulen. Wo bist du denn? Nö, diesmal ist da nicht so viel los. Ich glaube, wir haben ja irgendwelche Dungeons noch nebenan. Das ist gut möglich. Ihr habt ja gesehen, wie viele Dungeons hier in der mehr oder weniger unmittelbaren Umgebung sind. Irgendwie spinnt meine Maus hier heute. Irgendwie, die ist irgendwie träge. So. Ah, mit dem Skelett-Spawner, das muss ich mir natürlich wirklich mal genauer angucken. Das sollte ich jetzt nicht vernachlässigen. Wie komme ich denn jetzt hier raus und hoch und überhaupt? Ach, das geht ja so gar nicht. Das baue ich hier mal noch so ein Treppenheini. Wirklich so, dass ich dann da runterfalle. So, mal gucken hier. Scheint doch alles jetzt hier so klar zu sein, oder? Na komm. Da nimmt man einfach so ein bisschen Erde. So, an eine Ecke. Und dann können wir das hier schön der Reihe nach hinbauen. Wie eine Pyramide. Und während ich hier so vor mich hin Pyramide, könnt ihr mal eine doppelte Fallrückpyramide machen und auf das nächste Video warten. Denn diese Zeit ist abgelaufen. Und wir sagen Adieu. Bis zum nächsten Mal.